Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Der kleine Groot und der große Groot sind wieder unterwegs. Sind wieder back am Stiesel. Und ja, wir haben letzte Part ja dieses Fernkampf Beinzeugs geholt. Und jetzt machen die auch Fernkampfschaden. Also das, die Granaten sind Totems. Aber wenn wir jetzt mal klicken. Ja, die schießen jetzt gar nicht. Genau, die schießen auch jetzt so Dinge und die sind mega stark. Also das ist der Hauptgrund, wieso wir die Kleinen haben, sonst wäre natürlich der große Wein besser. Den kann ich gerne dann mal zeigen, wenn wir ein bisschen höherleveliger sind, dass es schneller geht mit dem Skin. Mit dem Auskin sogar. Und ja, hier haben wir ja gesagt, wir gehen auf einem Mopfili und dann Tornschi, damit wir ein bisschen geschützt werden. Genau. Und dann ist eigentlich alles noch Rockchance. Und ja, Auto, also wenn einer uns angreift, dass wir automatisch Eisdorns schießen. Und dann Totem Damage. Wenn wir einen Toten gesetzt haben, machen wir mehr Schaden. Genau. Ja, ich müsste jetzt zuerst wahrscheinlich den Schaden. Ja, ich mache zuerst den Schaden auf 5. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich hoffe einfach, dass ich noch richtig drücken kann. Der Fenstermodus ist richtig kacke. Wieso ist jetzt hier oben das Fenster ge... Oh. Ich kann das nicht richtig anpassen. So, es sollte eigentlich wieder richtig sein. Ja, genau. Es leckt! Ich weiß nicht, was mit dem Fenstermodus und so los ist. Wir müssen kurz nochmals umändern. Das ist ultra gemein. Die müssen den Ding... So, leckt auch hier im Windows-Modus. Wir müssen Windows-Modus nehmen, also im Fullscreen-Window-Modus. Jetzt leckt es nicht mehr. Also das Spiel ist irgendwie verbuggt. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich habe nämlich zwei Fenster offen jetzt gerade gehabt. Danke OBS, dass du so Oko Live Bild verbuggst. Ja, sehr professionell, liebes OBS. Es machst du wirklich professionell, dankeschön. Ja, und Last Epoch, also Unity Engine auch. Wirklich super. Frag mich, was haben die für ein Unity Engine? Weil Unity 3D ist ja auch nicht so 3D, wie es heißt. Ja, eigentlich Unity 3D, eine sehr frühe Version wahrscheinlich. Also das ist einfach nicht gerade so gut ist im Fenstermodus. Also ich kenne andere Unity-Spiele, die viel am besten Fenstermodus haben. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte noch mal Spains benutzen. Ja. Was soll ich jetzt machen? Komm jetzt, Springform. Ah, das ist doch... Jetzt gerade ist das Spiel wirklich nervig. Wenn ich doch einen Fehler mache, bitte mich wieder zurückverwandeln lassen. Ah. Ja, ich habe einfach zu wenig Mana-Ding, weil ich gerade im Moment keine Bodens gesetzt habe. Das hat immer abwechselnd machen. Also das Spiel, ja, gefällt mir nicht so, dass ja, das Tastaturdrücken von diesem Bild gefällt mir nicht so. Also eine andere Möglichkeit wäre, ich würde einen Forge Guard auf Animated Weapon machen. Aber das war damals auch nicht gerade so toll ohne Wirbelwind. Also jetzt ist mit Wirbelwind. Und der Bild sollte wirklich sehr gut sein. Das wäre mein nächster Bild.
Aber ich denke, ich mache ihn zuerst hier hoch und an dieses Level und spielen wir dann. Oder wir machen einfach den weiter. Also es ist jetzt nicht so schlimm. Es geht einfach einige Zeit, bis wir dann wieder in die Sprigenform gehen können. Also der Bild braucht einfach noch ein bisschen Vorbereitung. Ich sage so Level 40, ne, ich sage Level 50 wegen dem Gürtel. Und dann haben wir eigentlich nie mehr Probleme mit Erzückverwandel. Ja. So, ja, den Size erhöhen. Sehr gut. Ja, können wir jetzt gerade nicht neu spawnen, weil der ist immer noch klein. Ja. Spell Damage. Ich glaube, Minion Spell Damage brauchen wir. Ja, dann muss halt Spriggan wieder ein Level-Ding kassieren. Ah, jetzt haben wir den. Sehr gut. Ja, jetzt machen wir viel mehr Schaden. Also nur wir. Ja. Ja, also ich glaube, das bringt gar nicht viel, weil die Vines machen ja den Schaden. Daran habe ich jetzt nie gedacht. Ja, gut. Den Cast Speed macht natürlich alles ein bisschen stärker. Also es ist ein Physical Spell scheinbar und deshalb haben wir mehr Cast Speed. Ja. Sehr gut. Minion Spell Damage viel, aber wir haben ja viel mehr. 117 glaube ich. Deshalb bringt es uns das nichts so stark. Ja, wenn wir mal Raptor Build machen oder so. Ihr dürft gerne abstimmen, also einfach mal irgendwas sagen, macht doch bitte einen neuen Bild oder lasst bitte einen Bild und so weiter. Einfach in die Kommentare mal schreiben und die anderen können ja dann abstimmen. Ob ihr es auch wollt oder nicht wollt oder ja. Weil ja, so Sachen kommen halt lieber in einem Livestream vor, aber wieso nicht auch auf YouTube? Minion Health. Ich weiß ja nicht, es gibt halt keine Builds, die auf Minion Health setzen. Also nur indirekt. Und das ist ein bisschen blöde. Ja, gut. So, jetzt haben wir beide. Bei den Mittleren vergesse ich manchmal mit ihm zu reden. Ja, wir haben beide schon mal. Sehr gut. Wunderbärchen. Jo. Ja, ich bin ja dem einer, der wirklich langsam wächst, wenig Abonnenten bekomme. Manchmal ist es auch so, wenn ich jetzt mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe und mehr Videos kommen, denken manche Leute, ich tue ja zu viel einfach produzieren und wollen die Videos gar nicht schauen und dann die abonnieren sie mich wieder. Ich habe jetzt eigentlich schon lange immer so 737 so herum Abonnenten. Und manchmal geht es auch runter auf 732. Ich wachse auf YouTube gar nicht. Also, weil ich einfach keine Werbung mache. Alle anderen machen so viel mega Werbung. Charity-Aktionen und so Sachen. Die nehmen das Geld einfach für sich. Wenn ihr irgendwas spendet, die bekommen's und nicht die Armen. Ja, ein Kinderheim in New York wird gespendet und so. Ja, New York ist aber auch Ausnahmezustand. Die dürfen gar keine Kinderheime und so haben. Eben überall Corona ist. Ich finde, das ist eine Frechheit. Wenn man logisch denkt, ja, kriegen die Kinder gar nichts ab, weil das Kinderheim braucht ja, das Geld wegen Corona. Das, ja. Oder diese größte Twitch-Streamerin da, die macht irgendwie so eine Art Maske, Taubenmaske auf und so Sachen, damit ihre Brüste weniger zu sehen sind. Wo? Ja, der Schnabel vielleicht ist noch ein bisschen im Weg, aber... Ah... Leute, ey. Die Menschen sind einfach dumm mit Influencers. Also, wegen den Influencern. Ich mache wenigstens noch Videos, die ein bisschen Hirnaktivitäten brauchen.
Aber es schaue ich irgendwie, weiß nicht welche Leute zu. Die Top-Streamer von Last Epoch wahrscheinlich nicht, aber so von, sagen wir, Call of Duty oder Battlefield, was ist es für eine Zahl? 2052 oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, Spieler, die schon keine Hirnaktivitäten brauchen, werden sowas von Unintelligenz rübergebracht von den Streamern. Denken gar nichts mehr. Also vor allem momentan Craft Attack. 9 ist, glaube ich, dran. 10. Nein, es ist 9. Ey, das ist so. Ich habe geschaut bei Spark of Phoenix und so. Das ist keine Intelligenz mehr. Er redet immer so, er sei sehr intelligent. Er ist wirklich ja, ein schlaues Köpfchen, aber er macht so dumme Streams. Also, ja. Es ist einfach irgendwie, als würdet ihr in einem Ding sein, in einem Studium und euch würde Unsinn erklärt. Macht halt immer so auf Chef, ja, diese Regel, die geht nicht und so Sachen, die anderen trollen nur. Also, das ist schon mein liebster Streamer von Craft Attack, aber er ist halt für Streamer, die wirklich unter 10 Jahre alt sind und noch nicht viel Intelligenz, ja, von Intelligenz verstehen. Und das, ja, ich weiß es nicht, ich hasse ihn immer sofort wieder, weil einfach diese Intelligenz nicht richtig rüberbringt. Er eigentlich nur das Spiel so mega suchtet und natürlich seine Bücher immer wieder anpreist. Also so einen, ja, macht wahrscheinlich sogar die Intelligenz mehr kaputt als andere Streamer. Er ist aber nicht so schlimm, also G-Time ist zum Beispiel sehr schlimm und so. Der ist so richtig fast am Pennen, wenn er redet. Und ist natürlich den ganzen Tag immer nur am Stream. Ich glaube, der macht gar nichts mehr da. Der geht nicht mehr aufs Klo, der isst nicht mehr und wird irgendwie dicker. Ist leider so. Also es ist leider schon heftig, wie eigentlich dieses Genre. Oh. Ich wollte das nicht screenen, ich habe nur drauf geklickt. Wieso gibt es keine Bestätigung? Ich wollte hier drücken. Ah, ich habe das Level verloren. Okay, stimmt. Ja, gut. Ich bin halt einfach immer wieder zu müde, wenn ich aufnehme. Jetzt ist zwar 18 Uhr, glaube ich, irgendwas. 19:30 Uhr schon. Wow. Aber ja, ich mache so viel Sport pro Tag. Das macht mir eigentlich auch noch relativ intelligent. Weil du einfach für etwas anderes als für dein Gehirn, deinen Körper ausgibst. Also, es ist einfach wichtig, nicht nur dein Gehirn zum Beispiel fürs Game zu nutzen, sondern auch deine Kräfte und so. Das anders machen als immer nur Game. Ja. Also eben, es ist überaus gesund, mehr als 3 oder 4 Stunden zu gamen pro Tag, aber macht bitte auch Sport. Es ist sehr wichtig. Und ja, du kannst noch so intelligent sein bei Mathematik oder so oder beim Gamen. Schaut, dass ihr allgemein mein Wissen habt, das ist das Wichtigste. Oder bei mir ist auch wichtig, dass ich wirklich auch gut reden kann. Jetzt gerade momentan bin ich echt zu müde, um richtig zu reden. Tut mir leid, ich bin aber auch Schweizer, das ist meine Ausrede. Es geht halt bei mir auch immer ein bisschen länger, bis ich etwas checke. Weil ich halt auch sehr hochbegabt bin, multitaskingfähig und halt schon ein alter Typ bin. Ich bin 34 Jahre. Das ist nur Grunkelte. Es gibt ja auch diese alten Opa oder Oma zockt oder wie die heißen. Es gibt ja auch relativ viele Twitch-Streamer, die älter sind. Ja, natürlich gehöre ich nicht zu den Alten, aber gesundheitlich, also ich kenne jetzt nicht viele kranke Streamer. Gesundheitlich bin ich wahrscheinlich am schlimmsten dran. Vielleicht noch Krebs, ja.
Ernstem Krebs hat. Aber der hat ja keine intelligenztypischen Krankheiten. Ich zwar auch nicht so, aber so zum Beispiel wie vielen Unterzucker und Überzucker vom Diabetes haben das schon ein bisschen gemacht, dass ich vielleicht ein bisschen langsamer denken kann oder meine Sinne einfach zu stark sind. Wenn man immer wieder in Todesnähe ist, dann hat man natürlich auch ein sehr guter Schutz, nicht zu sterben. Ob die Menschen lernen, irgendwie hat immer wie weniger Schaden. Das ist unglaublich. Der Boss hat sehr viel Leben und Stücken Zwiebeln. Das ist heftig. Einfach viel spammen, aber dafür haben wir auch viel Schaden. Der wird natürlich sehr stark steigen. Mal schauen, wie der Zwischenweltboss da, also wenn wir eine Welt corrupted, also eine Map-Welt ja, corrupted, das werde ich dann alles natürlich zeigen. Ja, und deshalb, also in dem vorigen Thema nochmals, ja, einfach schauen, dass ihr natürlich bei allem auch ein bisschen intelligent seid und nicht nur beim Streamen oder beim Gamen. Das ist natürlich schon sehr wichtig. Also manchmal denke ich, die Leute haben bei Sachen wie zum Beispiel Einkaufen, Zugfahren oder so, keine Masken tragen. Oder einfach beim Anti-Impfen einfach nichts gelernt. Sie sind einfach nicht intelligent genug, das da überhaupt zu machen, überhaupt zu denken. Also ich weiß, dass viele Leute einfach nicht mehr denken können. Und das ist so oft der Fall. Und wisst ihr, wie viel ich verbessert, korrigiert werde? Weil ich manchmal ein bisschen etwas langsamer verstehe oder so. Je mehr ihr Intelligenz habt, desto weniger schnell könnt ihr auch denken. Weil ihr denkt dann einfach viel mehr. Also, ich merke es an meinem Super-PC. Der braucht manchmal länger, um irgendwas zu laden. Das ist einfach, weil er viel mehr laden muss auf die Schnelle. Hat ja auch 16 Kerne. Und 16.166 Megabyte Grafikkarte. Also. Ja, und der Lüfter hat halt auch manchmal ein bisschen Probleme. Ich tue den so schnell wie möglich austauschen, der ist wirklich sehr laut. Also es ist einfach dieser Zzzz und dann wieder Aufhörlüfter, weil alles Wasserkühlung ist. Der ist mir ein bisschen zu laut. Der alte, im alten PC war natürlich noch lauter, das stimmt. Und er war ständig an. Aber, ja, das stört immer wieder, wenn in die Last Epoch einfach viel zu viel CPU verbraucht, wegen der Ultra-Einstellung. Ja, ich sollte vielleicht nicht unbedingt auf Ultra spielen, das stimmt. Aber seht, weil eben mein PC jetzt viel größer, bessere Einstellungen hat, ist es eigentlich klar, dass es auch ein bisschen länger ladet. Also ich hab die Einstellungen bei Last Epoch natürlich nie tief gehabt. Aber es ist schon noch ein Quantenschwung von sehr hoch auf Ultra. Also zum Beispiel diese Wasserlichteffekte da, die waren noch nicht da. Da rein müssen wir nicht gehen, das ist optimal. Ich habe das schon Ewigkeiten gefarmt. Wegen eben diesem einen Teil hier. Und den dazugehörigen. Es droppt manchmal noch ein anderes Unit dort auf. Aber ich weiß jetzt nicht genau, welches. Ey, das ist so geil, wie der flüssig der Weg geht. Vor allem einfach der Boss vorher schnell down war. Einfach unglaublich. Ich lieb das. Jo, und ich kann ja auch viel mehr Videos aufnehmen, bevor ich sie hochladen muss. Ich tue natürlich nicht so Vorpro-Ding, aber ich tue ja jetzt auch wieder Livestream, deshalb muss ich schon ein bisschen mehr vorproduzieren.
Aber so, weißt du, für mich ist Aufnehmen und so Sachen auch ein Intelligenzprodukt, weil ich, meine Sprache ist Schweizerdeutsch, ich rede nur Schweizerdeutsch, ohne Livestreams und Let's Plays. Es ist für mich überhaupt nicht Standard, immer Hochdeutsch zu reden. Weil ich ja sowieso, ja, weil ich sehr wenig am PC bin, außerhalb von das, was ihr so überhaupt seht. Neben Videos und neben Livestreams und sonst auch nicht immer so privat rede mit Leuten. Wenn dann wirklich im Stream. Ja, ich habe einfach zu wenig Zeit, um jetzt wirklich privat mit Freunden zu reden. Eher chatte. Und das sehr viel chatte. Ja. Also Warcry können wir ja nicht nutzen. Jetzt muss ich da wieder zurück. Wieder auf Passive. Wieder auf Druide. Man braucht einfach, nein, nicht Druide, Beastmaster. 5 von 5, also maximieren. 2. Und das, dieses Arthurs Loyalty müssen wir wieder rauskriegen dann später. Genau. Das Wichtigste, wieso ich jetzt Hexen, Beastmaster genommen habe, ist, komm doch mal richtig. Passives ist hier der Chase, das müssen wir auskillen. Weil so greifen die Beins natürlich viel schneller an. Also den müssen wir rausnehmen. Arthurs Loyalty. Den habe ich falsch geskillt, aber der müssen wir 3 Punkte. Nein, 2 Punkte. Genau. Und hier müssen wir auskillen. Okay. Sehr gut. Also machen wir noch ein bisschen weiter. Bis zum nächsten Waypoint möchte ich kommen. Bis der Part leider wieder vorüber ist. Und da habe ich wieder genug Parts aufgenommen. So 2 pro Tag, die ich schon aufnehme. So, da müssen Mana auf. Also jetzt kommen wieder einfach die Rares, die besser sind. Gut. Melee Damage. Ja. Für den Summon Raptor Bild dann. Aber der nutzt ja keine Melee Damage, sondern Crit Damage. Minion Crit Damage. Ja, und der ist natürlich schon ein bisschen frei im Kopf, weil ich keinen Bild habe. Was war das, wenn ich rein? Soll ich nochmal ein paar? Ich habe Hunger. Ich habe nichts gegessen. 20 vor 8 abends. Jetzt noch mal. Das ist für Zeit. 1,45, ja. Jojo. Und ja, es kommt noch ein Minecraft 1.18 Projekt mit Just Marco. Da muss ich nur noch ein bisschen mehr vorproduzieren. Weil eben der Patch kommt ja auch bald und ich will ja unbedingt dann schon in den Maps sein, ein bisschen ein Bild besser haben. Falls wir eben noch ein bisschen umskillen müssen, dass wir dann schon genügend Punkte haben. Ja. Schon gehen. So. Aber schaut euch den Damage an. Und glaube. So, dann schauen wir gleich mal noch, was wir noch skillen müssen bei Spriggenform. Da müssen wir wieder wechseln. Skills. Spriggenform. Ah, wir müssen oben noch gehen. 214 ist unten. 214.
4. Da müssen wir noch einen Punkt rein tun. Und hier 5. Und hier 2, oder? 2 und rechts 5. Nein, einen. Ja, 2 und 5. Okay. Das falsche Fenster, ich bin ja eingeben würde gewesen. So, jetzt geht's wieder. Ich habe ESZ gedrückt und es ist zurück zum Browser gegangen. Komisch. Manchmal verstehe ich die Tasten nicht. Ingame. Wieso ESC weg vom Spiel macht, bringt. Keine Ahnung. Weil wahrscheinlich Windows wieder so eine Kurztaste hatte. Hat. Das Fenster in den Hintergrund zu schicken oder sonst was. Wenn Windows nur nicht so viele Kurztaste hätte. Wenn man irgendwas falsch in-game drückt, man wird irgendwie rausgeschmissen oder so irgendwas. Ja. Kann ich nicht verstehen. Also, was ich vielleicht machen werde, ist mal auf ein anderes Linux oder so rüber zu. Ja, es ist dann wieder die Grafik wegen der DirectX nicht so schön. Ja, das geht ja nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Windows einfach mal verteufeln. Gott, Gott. Windows ist wirklich ein schlechtes Betriebssystem. Ja. Hier Microsoft einfach mal sagen, sie soll nicht so scheiß extra Zeugs einfügen. Warum dieses Spielmodus hat eigentlich vieles zum Leben gebracht. Also Game Modus, ich musste zuerst mal checken, dass es ja manche Sachen ja einfach diesen Spielmodus deaktiviert sein muss für manche Spiele. Zum Beispiel Forza Horizon 5 hat er geleckt, ohne das, den Spielmodus zu deaktivieren. Hat ich verstanden nicht, wie so ein Mega Mods PC wie ich einer habe. Leckt in diesem Spiel. Ja, das habe ich natürlich die Antwort bekommen. Zu spät. Ja gut, da auch wegmachen. Jetzt haben wir noch 2 extra Punkte, um schneller zur Geschwindigkeit zu kommen. Und zwar bei Beastmaster wieder umstellen. Ja. Ein Punkt hier und ein Punkt hier. So, 2 Punkte hier und danach. Genau, 2 Punkte waren es. Ein Punkt beim bei der Rüstung oben. Dann noch reintun. Ja, also hier die Punkte voll machen zuerst. Dann hier. Dann hier und dann ein Punkt hier. Ja, ein Punkt hier dort oben. Das muss ich gar nicht gehen. So, weil ich will ja beim Schaman dann viel weiterkommen. So gut, dann Dankeschön fürs Schauen. Und bis zum nächsten Part. Tschüss.